Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge oder weiteren Folge Another Prick in the Mall, Folge 003. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die anderen Folgen gegangen sind. Wir haben jetzt die Toilette gebaut in der Hoffnung, dass die zur Kundenzufriedenheit oder auch vielmehr zur Zufriedenheit für unsere Mitarbeiter dient. Ansonsten wäre ich nämlich langsam am Ende meines Standes, was hilft. Ich würde gern das hier oben dran legen, damit wir hier noch Parkplätze bauen können. Das würde ich nämlich gerade nochmal angehen. Geht das irgendwie, dass man sagen kann, nee, geht nicht, ne? Man muss da oben erstmal neu hinbauen. Dann mache ich das gerade mal. Fundament. Können wir ja einfach, oh Mist, nahtlos anschließen, hätte ich beinahe gesagt. Machen wir das mal in dieser Größe hier. Machen wir das erstmal. Bau das erstmal und dann guck mal, wie sich die Verkaufsautomaten wirken. Die kann die nämlich gleich auch noch bauen. Oh, jetzt geht die nach Hause. Mann, Mann, Mann. So, mal gucken, ob wir das reibungslos hinkriegen. Der nächste Bauarbeiter sollte jetzt bald kommen. Jetzt kommt erstmal der Erforscher Nummer 1. Erforscher Nummer 2 kommt gleich. Toiletten sind ready. Erforscher Nummer 2. Jetzt sollten die Bauarbeiter wieder kommen und die Mitarbeiter. Das mit der Kasse ging, glaube ich, gut, ne? Ich sollte jetzt mal ein bisschen langsamer machen, um auch die Parkplatzsituation so ein bisschen im Auge behalten zu können. So, warum baut ihr denn das jetzt, den einen Fussel nicht zu Ende? Guck mal, der eine Fussel fehlt da und der geht jetzt einfach und baut da den Verkaufsautomat. Was ist hier? Was ist denn da? Das ausgestellte Produkt ist abgelaufen. Wow. Oh Gott. Wer entsorgt denn das dann bitte? Wie kann ich das entsorgen? Ich kann hier sonst nichts machen. Macht das unsere Hausmeisterin vielleicht? Nee, ne? Was passiert denn mit dem abgelaufenen Produkt? Ersetzt er das jetzt? Ja, und lässt dafür den Mülleimer liegen. Ich hoffe, sie kümmert sich darum. Wir wollen jetzt erstmal das Wartungszentrum hierher verlegen. Wir haben das Zentrale genannt. Ne? Verwalten. Du bist das neue Zentrum. Können wir dich auch einfach Zentrum nennen oder sagt ihr dann, den Namen gibt's schon? Okay, das klappt. Nice. So, dann das hier. Personal. Bauarbeiter. Du gehst nämlich hier ins Zentrum. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ah ja, ich habe es jetzt Zentrum genannt und nicht Zentrale. Dann passt das ja. Dann Zentrale, der Bauarbeiter geht ins Zentrum. Zentrale, Hausmeister geht auch rüber ins Zentrum und zwar als Hausmeister. So, dann dürfte ja alles eigentlich geklappt haben. Wir brauchen dort nur, ganz wichtig, eine Personaltür. Die machen wir dahin. Bin kein Freund von diesen ewig zentralen Türen. Vielleicht können wir hier auch einen Durchgang zu den Toiletten machen. Bisschen creepy, aber passt schon. Dann verschieben wir die Bank einfach noch um ein. Bank ein bisschen verschieben nach dort. Ah, geht noch nicht. Die müssen wir erst woanders hin machen. Okay. Mache ich gleich.
Und dann können wir nämlich das hier unten abreißen. Aber erst, wenn oben alles gebaut ist. Die sind schon wieder weg. Wie sieht's mit den Parkplätzen aus? Noch geht sich das gut. Hier unten kommen jetzt noch 2, 3 hin. Dann passt das eigentlich. Wie spät haben wir es? 10 Uhr ist ja auch noch früh. Ich wollte schon sagen, weil gerade die Mitarbeiter nicht da waren. Hat einer gesehen, wo die gerade waren? Waren die gerade auf Toilette? Haben die Pause gemacht? Oder hat der zweite jetzt erst angefangen? Ah, die geht zur Toilette, die Mitarbeiterin. Dadurch ist jetzt eine Kasse geschlossen. Ah, die ist gerade hier auf Klo. Nice. Okay, also funktioniert das mit der Toilette. Aber warum gehen die nicht in die anderen Kassen? Die sind doch auch auf. Ich verstehe das nicht. Das klappt noch nicht ganz so. Also wenn die Pausen machen, dann läuft das noch nicht ganz so flüssig. Haben wir einen Bauarbeiter vor Ort? Ich glaube nicht. Parkplätze 21 von 28. Das ist jetzt erstmal das, was wir im Auge behalten müssen. Es wird nämlich schon arsch knapp mit den Parkplätzen. Dann würde ich sagen, mach mal hier unten oder hier am besten noch. Können wir hier noch Lager? Nein, das war auswählen, bauen, Straße, Kundenparkplatz. Können wir da nicht bauen? 1, 2, 3 und 4. Den würde ich gern wegmachen. Personalparkplatz weg. Müssen wir, glaube ich, so machen. Dann kommen nämlich hier oben noch 2 Personalparkplätze hin. Hier noch ein Kundenparkplatz. Und dann sollte das passen. Ja, die Ladezone finde ich immer noch kacke, dass die hier um einen versetzt ist. Aber es geht eigentlich noch. Machen wir gerade nochmal weiter und hoffen, dass die Bauarbeiter bald mal auftauchen. Oder können die nicht auftauchen, weil wir jetzt hier keinen Zugang haben? Das wäre natürlich doof. Gucken wir mal. Das interessiert mich doch jetzt. Bauarbeiter, 9 Uhr. Der müsste eigentlich noch da sein. Achso, die sind jetzt alle um 9 Uhr. Hausmeister hat mir ja gesagt, soll 2 Stunden später kommen. Bauarbeiter Nummer 1 soll um 6 Uhr morgens und dann um 12. Oder nee, 6 Uhr morgens. 14 Uhr, dass wir immer einen da haben und dann auch über Nacht bauen können, wenn zu ist. Frage ist nur, wird in 20 Stunden zur Arbeit kommen? Wird in 20 Stunden zur Arbeit kommen? Ja, da müssen wir jetzt einfach nochmal abwarten. Doof. Parkplätze sind gerade so am Limit. Unsere Mitarbeiter sind aber zufriedener. Es liegt natürlich hier Müll rum. Das ist nicht ganz so geil. Ich hoffe, das klappt mit dem Bauen. Weil eigentlich haben die ja keinen Zugang zu ihrem Dings. Müssen wir mal abwarten. Wie weit sind wir denn in der Forschung gekommen? 11 Stunden, dauert also auch noch ein bisschen. Wir machen 66 Gewinn. Wir haben schon Gewinn gemacht, immerhin. Und jetzt haben wir die ersten Ratten. Oh Gott. Das ist nicht so schön. Ja, Ratten, wissen wir. Oh Gott. Ah, Hausmeister, komm schnell. Und wir haben gesagt, der Hausmeister... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um Himmels Willen. Fuck.
Alter, guck dir die Rattenplage an. Oh Scheiße, das wird morgen ein Horrortag. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Oh Gottes Willen, Alter. Wann kommen die Bauarbeiter? Wann kommen die Bauarbeiter? Ey, das kannst du... Oh nee. Oh nee. Ekelhaft. 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 Und jetzt werden immer mehr, wie, was für eine Plage, Alter. Wann kommen meine Bauarbeiter? Oh Gottes Willen, Bauarbeiter, mach es weg. Bauarbeiter, mach es weg. Bitte, mach es weg. Bauarbeiter, mach sie weg. Bauarbeiter. Meine Kunden sind natürlich sehr verärgert. Alter, das wird ja immer schlimmer. Wo ist denn der Bauarbeiter und alles? Ja, die sind alle angeekelt. Um Gottes Willen. Ist mein Bauarbeiter vor Ort? Ach du Scheiße. Zentrale ist nix. Wird in 20 Stunden? Warum denn in 20 Stunden? Das geht echt nicht, weil die keinen Zugang haben. Um Gottes Willen, Alter. Ich muss die wieder zurückschieben. Damit die erstmal fertig machen können, ne? War er Hausmeister? Weiß ich gar nicht. Ne, er war Bauarbeiter. So, er ist Bauarbeiter. Deborah Becker. Kommt auch in die Zentrale als Bauarbeiter. Um Himmels Willen, alter Schwede. Das ist jetzt aber mal minimal eskaliert. Hausmeister. So. Flink, ehemaliger Bauarbeiter, Naschkatze. Ach du Scheiße. 6 Uhr. 14 Uhr. 10 Uhr. Wobei, morgen sollte die eigentlich ein bisschen eher kommen. Mach mal immer eine Stunde vor Ladeneröffnung, damit da alles reine ist. Um Himmels Willen, guckt euch diese Ratten an. Alter Schwede, ey. Das ist so dermaßen eskaliert. Guckt euch das an. Alter Finne. Sorry, Leute. Das ist, damit hätte ich rechnen müssen. Man darf die natürlich nicht verlegen, die für euch speichern, falls ihr das auch mal gucken oder spielen wollt. Man darf die nicht ins Zentrum verschieben, beziehungsweise in ein neues Lager, wenn da keine Eingangstüren gebaut sind. Ja, den Tag müssen wir jetzt so leider rumkriegen und es werden immer mehr und mehr Ratten. Um Himmels Willen. Die übernehmen bald unseren ganzen Laden und wahrscheinlich müssen wir dicht machen. Die sind alle mega verärgert, kann man verstehen. Gott sei Dank ist jetzt geschlossen. Ich will gar nicht mehr hingucken. Alter, ich hoffe, die Bauarbeiter kommen auch. Diesmal recht flott. Wird in 12 Stunden, wird in 18 Stunden, wird in 10 Stunden. Also die sollten jetzt wirklich kommen. Dann hätte ich wieder eher zurückswitchen müssen. So eine Kacke, ey. Oh Mann, ey. Ja, aus Fehlern lernt man. Alter, das ganze Ding ist voll. Oh, heilige Scheiße. Es wird ja immer schlimmer. Guck dir die Kacke an. Die gehen schon ins Lager. Machen die auch mein Lager kaputt? Alter, ich krieg hier Gänsehaut beim Gucken. Bah. Oh, ekelhaft. Bitte, Bauarbeiter, komm schnell und mach die weg. Ah, da ist er. Oh, Gott sei Dank. Aber es wird trotzdem noch ein bisschen dauern. Bring den Müll raus, Alte. Oh, Gottes Willen, Alter. Die komplett verseucht, alter Schwede. Ich hoffe, der zweite Bauarbeiter kommt schnell. Das müssen wir dringend beheben. Also uns ist dadurch jetzt eine Menge Geld entgangen. Alter, fuck die Henne weg, ey. Boah, so viel kann der gar nicht arbeiten, wie Ratten hier sind. Ich glaube, das dauert wieder den ganzen Tag.
Oh Gott, Eiscreme, ja, das machen wir direkt, damit wir Pizza verkaufen können. Aber erstmal haben wir ganz andere Probleme. Also das ist eine rattige Folge. Uns geht eine Menge Kohle durch die Flöten. Ich hoffe, er kriegt das jetzt über Nacht geregelt. Wo ist der zweite Bauarbeiter, der eigentlich auch kommen soll? Oder ist das schon der zweite? Alter, ich glaube, wir sind noch mit dem ganzen nächsten Tag mit dem Rattenproblem beschäftigt. Das ist heftig. Ich mache jetzt einfach mal, ja. Die Zentrale ist aktiv. Wir holen uns gerade nochmal zwei weitere Bauarbeiter. Leo Jenkins. Und halt. Und sie hier. Die sollen direkt 5 Uhr morgens kommen. Ich hoffe, das klappt auch. Damit wir hier direkt das behoben kriegen, wird in 11 Stunden zur Arbeit kommen. Denn wir müssen das dringend angehen, dass wir hier die Scheiße weg haben. Um Himmels Willen. Sorry, Leute. Mega sorry. Und jetzt über Nacht vermehren die sich wieder. Scheiße. Das hat gar nichts gebracht, was wir gerade gemacht haben. Die überrennen uns wieder den Haufen. So, um 4 Uhr sollten jetzt eigentlich die Bauarbeiter kommen. Und jetzt ans Werk, Freunde, ans Werk. So, da kommt der nächste Bauarbeiter. Der hat das schon mal gemacht. Jetzt haben wir einen Personalzugang für hier. Ich verlege die trotzdem jetzt noch nicht. Ich warte, bis das Rattenproblem behoben ist. Wir sind jetzt mit 3 Bauarbeitern dran. Und das wird immer noch nicht reichen. Alter Schwede. Und wenn die dann aufhören, kommen nämlich schon die nächsten. Ich muss gerade noch mal mehr einstellen. Das bringt sonst nichts. Bauarbeiter einstellen. Den Kevin und Tommy. Die kommen bitte um 12. Schaffen die das noch? 12. Wird in 0 Stunden zur Arbeit kommen. Ja, wenn er direkt kommt, ist das für mich auch okay. So. Ja, abgelaufen. Hausmeisterin bitte direkt wegbringen. Wir haben jetzt 5 Bauarbeiter da. Und kriegen das Rattenproblem trotzdem noch nicht gelöst. Kunden sind absolut nicht begeistert. Ich kann sie da durchaus verstehen. Das mit dem Brot ist absolut nicht so geil, weil das läuft dauernd ab. Ich hoffe, die Bauarbeiter kriegen das jetzt noch einigermaßen in den Griff, damit wir für den nächsten Tag nicht so viel Probleme haben, denn die vermehren sich wie Scheiße, ey. Du kommst ja gar nicht hinterher, selbst mit 3 Bauarbeitern nicht. Jetzt haben wir nur noch 1 Bauarbeiter. Also wir werden auch noch morgen damit zu kämpfen haben, um Himmels Willen, ey. Und jetzt vermehren die sich wieder, weil keiner da ist. Oh, Leute. Was ist das für eine Folge? Wir kommen zu gar nichts, ey. Was ein Bullshit. Okay, 5 Uhr morgens kommen eigentlich die nächsten Bauarbeiter direkt wieder. Wir werden jetzt ordentlich Verlust machen. Lasst euch das eine Lehre... Nein, ihr sollt euch um die Ratten kümmern. Ihr sollt nichts bauen. Alter, seid ihr bescheuert? Macht die Ratten jetzt endlich weg. 3 Bauarbeiter. Es sieht langsam wieder gut aus. Es sieht langsam wieder gut aus. Ich glaube, wir kriegen das heute vor Eröffnung noch hin. Ja, es sieht gut aus. Alter Schwede. Um Himmels Willen, wir haben es geschafft. Oh Gott. Um Himmels Willen. Oh Gott. Ich baue jetzt gerade noch mal ein paar Verschönerungsdinger hier hin. Zum Beispiel einen Mülleimer hier rein. Eine Pflanze in die Ecke. Hier eine Pflanze hin. Und auch ein Wasserspender. Wo war der nochmal? Damit hier unsere Dings alles in Butter haben. Und jetzt geht es darum, dann in der nächsten Folge die Bauarbeiter zu entlassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sage nochmals viel, vielmals sorry für die ganzen Rattenplagen.
da habe ich einfach nicht bedacht, dass die Türen gebaut werden müssen und dann steht man da und hat Arschprobleme. Ich glaube, es sind 4 Tage, die da, wo wir keinen Gewinn gemacht haben. Wirklich krass. Und ja, in der nächsten Folge gucken wir auch nochmal. Wir haben ja etwas erforscht, was es dadurch dann gab, was wir jetzt zusätzlich verkaufen können. Und ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Kommentare gern schreiben. Ich kann nur nochmals sagen, tut mir echt leid. Ich hoffe, es kommt nie wieder vor, aber oh Gottes Willen. Die nächsten Folgen können nur besser werden. Und ja, Daumen nach oben, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Ich habe jetzt noch Gänsehaut von den ekligen Ratten und das, obwohl es nur ein Spiel ist. Halleluja. Mein Geschäft ist nicht so geil, aber es wird. Ich bin mir ganz sicher, aus Fehlern lernt man. Man muss Fehler machen, damit es nie wieder vorkommt. Und es wird mir nie wieder vorkommen. Also, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo dalassen, wenn ihr keine rattige Folge mehr verpassen wollt. Und ansonsten bin ich für Tipps und Tricks gerne zu haben. Schreibt sie mir einfach. Und ja, wie gesagt, tut mir leid. Healfakti.de/blog. Dort gibt es das Video auch. In der Videobeschreibung einen Link, wo ihr das Spiel kaufen könnt. Auf healfakti.de/blog könnt ihr mich unterstützen. Und nun bis zur nächsten Folge. Ciao.